18. September 24. Ich bin jetzt noch in Heringsdorf bis morgen früh und mache jetzt noch einen Spaziergang. Hier, das ist so ein bisschen so ein versteckter Weg zum Strand. Na, schön. Also die Bäume, jetzt ist schön frisch, angenehm nach dieser ekligen Hitze. Ja, da fehlt einem ja nachher die ganze Energie. Also jetzt ist sehr schön hier. Und das geht jetzt, ich weiß gar nicht wie weit, ich bin hier noch nicht gelaufen. Was steht denn da? An dem da oben. Der hat eine Nummer. Oh. Das ist ein Wohnwagenplatz hier. Abstellplatz, sowas. Ah, hier steht's ja. Mobilcamp Heringsdorf. Na, die haben's auch ganz schön, ne? Und was das hier ist, weiß ich nicht. Irgendein Bachlauf. Ein Bachlauf. Ja, also hier muss man unbedingt ein Fahrrad haben. Weil ich bin schon mehrmals umgekehrt, weil ich nirgends einen Parkplatz gekriegt habe. Das ist ganz ärgerlich. Ich habe auch heute einen Strafzettel gekriegt. Da waren eingezeichnete Felder. Und ich habe das nicht gesehen, dass das nur für Behinderte ist. Das war so versteckt unter Gehölz. Das werde ich auch reklamieren. Das finde ich eine Schweinerei. 55 Euro. Ja, da wie die da, diese Enten da. Habe ich auch noch nie gesehen. Die bewegen sich überhaupt nicht. Die sind da. Komisch, ne? Wie das Wasser ist genauso still, die Enten. Ja. Und die Häuser da. Fotografiert, die war gar nicht zu erkennen, weil da so viel. Entschuldigung, wo führt denn dieser Weg hin? Das führt zur sogenannten Maxim-Gorki-Straße, das ist eine Parallelstraße von der B111. Aha. Und wenn Sie über die Maxim-Gorki-Straße gehen, das sind etwa 300 Meter, dann kommen Sie zur Promenade. Ah, dann bin ich am Strand, ne? Könnte ich so. Ja, in der Gorki-Straße war ich heute schon, habe einen Strafzettel gekriegt. Ich habe gar nicht gesehen, das war ganz verdeckt vom Gestrüpp. Ja. So ein Behinderten-Dings da in der Ecke. Also, da werde ich aber reklamieren. Dann sollen Sie das frei machen, dass man das auch sieht. Ja, ne? Machen Sie das 55 Euro. Ja, das ist Wegelager. Boah. Rechts geht es nach Heringsdorf, links geht es nach Heringsdorf. Ah, ja. Aber Sie sind, wie gesagt, 300 Meter zu. Ja, okay, vielen Dank auch. Danke. Ja, habe ich jetzt gerade erzählt. Also, wie gesagt. Hier geht's auch zum Strand. Und ich komme dann Max Gorki, dann komme ich an dem Museum raus, wo ich heute war. Und wo der Max Gorki gelebt hat eine Zeit lang. Und genau da habe ich nämlich auch den Strafzettel gekriegt. Ist das nicht eigenartig? Ist ja ein Witz, ne? Also die sind wirklich eigenartig. Oder schlafen die jetzt schon? So 19 Uhr? Nö. So apathisch. Ah, sehr viel Grün. Herrlich hier. Also das ist das Schönste noch, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen. Die ganze Hektik mit Parkplatzsuche und dann das mit dem Strafzettel. Und hier ist doch so idyllisch und das ist nicht weit weg. Das ist gerade um die Ecke da, wo ich wohne. Da braucht man gar nicht manchmal so weit fahren, sondern ist um die Ecke so schön und ruhig. Herrlich. Da. Mein Gott, das ist schön. Strand habe ich ja jetzt schon viel gesehen, die Strände. Das ist ein Strand, der ist kerzengerade. Und dann sind auch die Seebrücken, das ist ganz schön. Da kann man dann raus aufs Meer laufen.
Aber es ist fast alles gleich, ja. Aber das hier ist jetzt auch herrlich. Einen Parkplatz kriegst du da sowieso auch nicht. Du musst mit dem Fahrrad. Es sind auch ganz viele mit dem Fahrrad hier unterwegs. Ja, fürs nächste Mal. Wirklich schön. Dieses sehr stille Tümpelwasser. Bach. Jetzt laufe ich hier noch ein Stückchen. Oh, es sind ja mehrere Familien. Enten. Alle ihre Weibchen dabei. Da. Der hat sogar drei. Ja. Hallo, du? Ja, die schlafen. Den Kopf so eingenickt. Die sind schon müde. Das ist eine Eiche. Eicheln hier. Jetzt laufe ich aber zurück, weil es wird jetzt schnell dunkel. Und dann kommt man schon zum Strand. Jetzt habe ich noch mal getankt hier in Heringsdorf. Da gab es eine Tankstelle für 1,67 Euro. Das ist relativ günstig. Und bin jetzt gar nicht mehr nach Polen deswegen. Weil nachher, wer weiß, wie die das mit der Abrechnung machen. Da hört man so viel, dass die da so viel Betrug machen können. Falsche Abrechnen und falsche Umrechnung eingeben und sehr unfreundlich. Und viele Reklamationen sind da, gerade auch an Tankstellen. Die sind sowas von unhöflich. Wenn du nachfragst, sagen sie einfach, die umgehen das einfach, die ignorieren dich. Ja, so, jetzt hier kommen wir jetzt in die kleine Siedlung wieder, in die Gorki, Max-Gorki-Straße, wo ich den Strafzettel hatte. Ja, und jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, ist alles gar nicht so weit. Hätte ich zu Fuß laufen können. Mein Gott. So, das war's für heute.